Greifen Sie nach unseren Sternen und erleben Sie individuelle Mobilität auf höchstem Niveau. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Freitag. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Megaprojekt, Infoveranstaltung von Centerparks in Leutkirch. Jubiläum, wie das Kreszentiakloster den 750. Geburtstag feiert und Maskenschnitzer. In der Werkstatt von Markus Winghardt entstehen schaurig schöne Masken. Rund 265 Millionen Euro Investitionen, insgesamt etwa 1200 neue Arbeitsplätze und 1 Million Übernachtungen pro Jahr. Der geplante Ferienpark Allgäu vor den Toren der Leutkircher Teilgemeinde Urlau ist ein absolutes Megaprojekt. Nicht nur deshalb ist das Interesse an den Plänen des holländischen Unternehmens Centerparks groß. Auch gestern Abend kamen viele Bürger in die Festhalle in Leutkirch. Die Verantwortlichen hatten wieder einmal zum Infoabend geladen. Anselm Stern, Markus Wesseli und Lisa Schwarz mit dem aktuellen Stand der Dinge. Hier auf dem ehemaligen Militärgelände im Urlauer Tann könnte es in einigen Jahren so aussehen. Die Pläne zur Realisierung des touristischen Großprojektes werden immer konkreter. Gestern Abend präsentierten Centerparks, die verantwortlichen Politiker und Experten den Bürgern den aktuellen Stand der Dinge. Wir sind mitten dabei, unseren Flächennutzungsplan zu ändern und den Bebauungsplan aufzustellen und haben ja heute Abend auch die Bürgerbeteiligung gemacht zum Bebauungsplan und haben dort sehr umfangreich informiert. Das ist die Planungsseite. Dann sind wir dabei, dieses Ausschreibungsverfahren, das Europäische, zum Abschluss zu bringen. Wir werden also in den nächsten Wochen das Grundstück an Centerparks weiterverkaufen. Wir sind uns mit Centerparks einig. Die Gemeinderäte haben zugestimmt. Und wir müssen jetzt nur noch einen kleinen Punkt verhandeln. Das ist mit dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, weil ja das Land Baden-Württemberg bis zu 7 Millionen Euro Zuschüsse gibt. Und jetzt müssen wir die ganze Vertragsgeschichte, die wir ausgehandelt haben, auch noch mit dem Wirtschaftsministerium abstimmen. Das ist noch Ende des Monats Februar geplant. Unter anderem wurden Energie-, Umwelt- und Infrastrukturkonzepte vorgestellt. Auch sollte gezeigt werden, wie das Gelände endgültig entmilitarisiert wird. Außerdem gab es schon mal einen Vorgeschmack, wie der Ferienpark aussehen könnte. 800 bis 1000 in die Natur eingebettete Ferienhäuser sollen entstehen. Wie in anderen Centerparks auch, wird es ein Zentrum geben, so groß wie ein Fußballstadion. Und da drin ist dann unsere Aquamundo, was eine Wasserlandschaft ist, wo Flüsse, Bäder, Wasserfälle und so weiter für Groß und Klein vorhanden sind. Da sind Restaurants, Einkaufsgeschäfte, Sportanlagen, alles Indoor. Und im Park weiter findet man einen Kinderbauernhof in Allgäuer Stil, wo so ein Streichelsohn ist, wo man die Kinder wirklich mit den Tieren spielen lassen kann. Man hat Kletterwelt, man hat Abseilmöglichkeiten. Also es ist eine breit gefächerte Adventure-Möglichkeit. Viel Zustimmung für die Pläne gab es gestern von den Bürgern. Freude darüber auch bei der Politik. Der Centerpark sei eine Riesenchance für die Region. Zum einen werden hier neue Arbeitsplätze geschaffen. Zum anderen werden hier wirklich ganz erhebliche Investitionen getätigt. Also es geht ja da um zwischen 250 und 300 Millionen Euro, die hier umgesetzt werden. Das bedeutet natürlich für die Dienstleister, für die Handwerksbetriebe, die hier sitzen, die Chance, hier wirklich Umsätze auch zu machen. Und ich glaube, dass die Gäste, die dann ins Allgäu kommen, die tun keinem anderen Anbieter weh. Das sind neue Gäste, die wir hier bekommen. Und ich bin überzeugt, dass das ganze Allgäu von diesen Gästen profitiert, weil wir so viele schöne Sachen hier haben, schöne Städte haben, schöne Gemeinde haben, Naturfreibäder haben, Seen haben, Berge haben. Also man kann hier vieles machen. Wir haben auch Platz für diese Touristen. Und was für mich auch ganz wichtig ist, es gibt neue Chancen für Direktvermarktung, für gute Produkte der Allgäuer Milchbauern, für Käse, für die Produkte der Brauereien hier im Allgäu. Also ich denke, wir haben optimale Voraussetzungen. Ich bin überzeugt, es wird ein tolles Projekt für uns alle werden. Der weitere Fahrplan: Ende des Jahres soll die Baugenehmigung kommen, dann könnten hier die Bagger rollen. Ende 2014 soll im Urlauer Tann dann das Megaprojekt Centerparks abgeschlossen, also einer der größten Ferienparks Europas, eröffnet werden. Oh, oh,
750 Jahre ist es her, dass das Kristentiakloster in Kaufbeuren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Aus diesem Anlass feiert das Kloster jetzt ein Glaubensfest. Geplant sind Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg. Was sich hinter den einzelnen Terminen verbirgt, wurde jetzt in einer Pressekonferenz vorgestellt. Meine Kollegen Melanie Müller und Martin Hock waren dabei. Es soll mehr werden als nur ein Fest. Das Glaubensfest 2011. Das gaben jetzt die Generaloberin des Kristentiaklosters, Schwester Regina Winter, und Oberbürgermeister Stefan Bosse bekannt. Denn zu feiern gibt es vieles. Da wäre zuallererst das 750-jährige Bestehen des Klosters. Ein weiterer Grund ist der 10. Gedenktag der Heiligsprechung Kristentias. Und drittens soll das Glaubensfest der Anlass sein, um den Glauben wieder mehr zu leben. Für Kaufbeuren ist es ein besonderes Jubiläum, das wir dieses Jahr begehen. Es hängt eng auch mit der Geschichte unserer Stadt zusammen. Es gab immer eine enge Verbindung zum Kloster. Und die heilige Kristentia bedeutet für Kaufbeuren eine echte Alleinstellung. Es ist etwas ganz Besonderes. Die Menschen sind überkonfessionell der Kristentia verbunden. Und deswegen feiert auch die ganze Stadt mit. Deshalb unterstützt die Stadt Kaufbeuren die Feierlichkeiten nicht nur mit Zuschüssen, sondern greift dem Kloster auch organisatorisch unter die Arme. Denn für 2011 ist nicht nur ein Fest geplant, sondern es sollen viele verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Also wir haben bei den Veranstaltungen oder ein verbindendes Element gesucht. Und da haben wir alle möglichen Gedanken gehabt und dann kamen wir auf das Tau. Das Tau ist ein franziskanisches Segenszeichen. Schauen Sie, wir tragen es auch und da ist auch die Kristentia drin. Das ist also ein Längsbalken und ein Querbalken und da hat der Herr Blumberg hat ein wunderbares Kunstwerk gemacht. Für das Taukreuz von Det Blumberg haben im vergangenen Jahr viele Menschen Nägel geschmiedet. Sie konnten dabei alle Nöte und Ängste einschmieden. Zum ersten Mal wird das Kreuz am kommenden Montag aufgestellt. Danach soll das Taukreuz die Veranstaltungen des Festjahres begleiten. Am meisten hoffe ich, dass der Glaube wieder lebendig wird, dass man sich miteinander freuen kann, einfach an Gott und der Welt. Und ja, dass einfach irgendwo auch ja, die Freude wieder mehr Raum kriegt. Wenn auch Sie an den Veranstaltungen teilhaben wollen, alle weiteren Informationen dazu gibt es im Internet unter www.kristentia.de. Ja, und wir machen jetzt kurz Werbung und danach gibt es dann die aktuellen Meldungen aus der Region. Bleiben Sie dran. Die Firma Höfler Solar GmbH ist seit 2003 erfolgreich am Markt. Bei uns stehen Kundenzufriedenheit, hohe Qualität und maximale Erträge der Solarstromanlage an erster Stelle. Die Anlagen werden von Anfang an sorgfältig geplant und optimal ausgelegt. Dabei werden die Statik, Wechselrichterauslegung und Art-Demontage berücksichtigt. Unser Montageteam ist gut ausgebildet. Es montiert Ihre Solarstromanlage fachgerecht, schnell und sauber. Wir sind auch nach der Inbetriebnahme immer für unsere Kunden da und haben stets ein offenes Ohr für Lob, Fragen oder Anregungen. Wir wollen, dass unsere Kunden lange Freude an ihrem Solarkraftwerk haben. Von der Konzeption bis zur Erfüllung Ihrer Küchenträume. Wir machen Ihre Wünsche wahr. Unser kompetentes Team erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumküche. So habe ich mir das vorgestellt. Eine Küche aus der allgäuer Küchenwelt. Wir da oben am Söllerig, wir haben einen Haufen Schnee. Ohne Ende. Söllereckbahn, das schneesichere Familienskigebiet in Oberstdorf. Unsere Forscher haben aus einem nachwachsenden Rohstoff einen zukunftsweisenden Brennstoff entwickelt. Holzspäne werden zu Firesticks gepresst und in dem weltweit neuen Pelprotec-Verfahren zu einem einzigartigen Hightech-Brennstoff veredelt.
CO2-neutral, versorgungssicher und kostengünstig. Sie haben wohlige Wärme im ganzen Haus. Firesticks, der Hightech-Brennstoff der Zukunft. Unterstützt von Biotech. Entdecken Sie das CW-Fotobuch. Mit Europas beliebtestem Fotobuch werden Ihre Erinnerungen lebendig. Ihre Fotos als echtes Buch. Jetzt einfach die kostenlose Software unter cwfotobuch.de herunterladen und ausprobieren. CW-Fotobuch. CW-Fotobuch und das Philipp Lahm Sommercamp. Zwei engagierte Partner. Euer Philipp Lahm. Die Meldungen vom 11. Februar 2011. Die Oberstdorf Tourismus GmbH hat schon wieder eine neue Führung. Heidi Taumüller löst dort Otto Max Fischer ab, der das Amt nur 10 Tage innehatte. Die Gesellschafterversammlung kassierte gestern eine Entscheidung des Aufsichtsrates vom Januar, die Fischer zum Nachfolger der zurückgetretenen Silvia Nolte gemacht hatte. Die gebürtige Oberstdorferin Taumüller ist 45 Jahre alt und hat die Oberstdorf Tourismus in der Vergangenheit bereits betriebswirtschaftlich beraten. Die Fachoberschule in Sonthofen soll um eine weitere Ausbildungsmöglichkeit erweitert werden. Das wurde heute in der Aula der VOS Sonthofen bekannt gegeben. Vom 21. Februar bis zum 4. März läuft deshalb eine Probeeinschreibung. Nur wenn die erfolgreich verläuft, kann der Start zur Gründung einer Berufsoberschule, kurz BOS, für das Jahr 2011 gegeben werden. Zur Realisierung ist vor allem eine Mindestanzahl an Schülern zwingend notwendig. Die BOS wird das Angebot an schulischen Möglichkeiten hier bei uns im südlichen Oberallgäu vervollständigen und ergänzen, um eben damit neben der Fachoberschule hier bei uns, Gymnasium und Realschule, für alle Schülerinnen und Schüler noch eine weitere Karrieremöglichkeit zu bieten. Die BOS hat den großen Vorteil, dass die interessierten Schülerinnen und Schüler ortsnah diese Schule besuchen können, ohne größere Strecken, zum Beispiel nach Kempten, Kaufbeuren oder Memmingen, fahren zu müssen. Ziel der Berufsoberschule ist die fachgebundene bzw. allgemeine Hochschulreife innerhalb von 2 Jahren. Voraussetzung ist der mittlere Schulabschluss sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dieser Abschluss berechtigt dann zum Studium an der Universität. Der Standort in Sonthofen soll laut Friede wesentlich dazu beitragen, die Bildungschancen im südlichen Oberallgäu zu verbessern. Es sind ca. 30 Schüler notwendig bei der Probeeinschreibung. Und wenn wir diese Zahl erreichen, dann wird aus der Probeeinschreibung eine Einschreibung und wir können zum 1. September 2011 mit der BOS starten. Aber sollte es wider Erwarten nicht klappen, dann informieren die Schüler von vornherein, dass sie in Kempten dann, wenn sie es machen wollen, die BOS besuchen können. Informationen zur Einschreibung und den Zulassungsvoraussetzungen finden Sie auf der Homepage der Fachoberschule Sonthofen unter www.voss-sonthofen.de. Durch eine leistungsstärkere Tanksäule können Elektroautos jetzt bei der VWEW in Kaufbeuren schneller betankt werden. Mit einer Ladeleistung von 60 Ampere wurde jetzt der Sportwagen Tesla in rund 3 Stunden vollständig geladen. Bei einer Stromstärke von 16 Ampere benötigte er bislang 16 Stunden. Dass ich einfach auf einer langen Reise, ich bin jetzt gerade von Wasserburg am Inn nach Mailand unterwegs, dass ich dort innerhalb von 2 bis 3 Stunden einfach komplett auftanken kann und dann meine Reise fortsetzen kann. Und mit so einer Tankstelle, wie es hier ist, kann ich quasi mit einem Zwischenstopp die lange Strecke von über 600 Kilometern zurücklegen. Also, und das ist wirklich perfekt. Also, und solche Tankstellen brauchen wir einfach mehr auf unseren Straßen. Und dann kann man auch mit den Tesla wirklich tolle Strecken zurücklegen. Um die Elektromobilität voranzutreiben, müsse dieses Tankstellennetz weiter ausgebaut werden, so Gerd Engelhardt. Einen ersten Schritt dahin hat die VWEW bereits unternommen. Sie bietet das kostenlose Betanken von Elektromobilen bereits in Kaufbeuren, Marktoberdorf und Mindelheim an. Ab Montag werden die Briefwahlunterlagen für den Bürgerentscheid zum Kemptner Hildegardplatz verschickt. Das hat die Stadt heute mitgeteilt. Der Bürgerentscheid findet am 10. April statt. Dann sollen die Kemptner darüber abstimmen, ob sie unter dem neu zu gestaltenden Hildegardplatz eine Tiefgarage wollen oder nicht. Infos und Planungen zum Thema stellt die Stadt auf ihrer Internetseite unter www.bürgerentscheid-hildegardplatz.de zusammen. Bei einem Verkehrsunfall bei Buchenberg sind gestern 5 Personen verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann war auf der Serpentinenstrecke nach Kempten aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal mit 2 entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Der Unfallverursacher stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.
Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp unter 0,5 Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Straße zwischen Kempten und Buchenberg war 2 Stunden lang gesperrt. Die Polizei in Kempten hat heute einen 15-jährigen Serieneinbrecher festgenommen. Ihm und seinem gleichaltrigen Mittäter werden insgesamt 16 Einbrüche in Kindergärten, Schulen, Geschäfte und Gaststätten zur Last gelegt. Auf die Schliche kamen ihm die Beamten nach dem Einbruch in ein Schuhgeschäft in Kempten in der vergangenen Nacht. Dabei hatten er und ein Mittäter mehrere hundert Euro erbeutet. Die Staatsanwaltschaft ordnete Untersuchungshaft an. Ja, und das waren die Meldungen vom 11. Februar 2011 und wir schauen jetzt, wie das Wetter über das Wochenende werden soll. Im Bergbahn- und Skiarena Steibis, das Familienskigebiet, aufgewärmt auf die Piste mit der ersten beheizten 6er-Sesselbahn. Den Hintern abfrieren können Sie sich woanders. Die Nacht zum Samstag bleibt bewölkt, aber meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 2 Grad an den Alpen und 4 Grad im Unterallgäu. Am Vormittag ist es zuerst noch bedeckt, im Laufe des Tages kommt aber die Sonne raus bei maximal 4 Grad. Nachmittags hat sich die Sonne im ganzen Allgäu durchgesetzt, nur vereinzelt ziehen noch Wolken vorbei. Mit bis zu 11 Grad wird es angenehm mild. Der Sonntag wird durchwachsen, vormittags kann es regnen, zum Nachmittag hin bessert sich das Wetter. Am Montag wird es freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab bei milden 8 Grad. Dienstag ist es wieder bewölkt und regnerisch mit wenigen Sonnenstrahlen. Mit Tiefstwerten von 0 bis 6 Grad kühlt es wieder etwas ab. Wissen Sie, wie die schaurig schönen Masken der Klausen, Bärbele oder Perchten gemacht werden? Nun, meine Kollegen waren neugierig und haben einmal den Bildhauer und Schnitzer Christian Waldmann über die Schulter gesehen. Der produziert aktuell mit einem Schüler der Schnitzschule Elbingen-Alpe Masken von sogenannten Fluhsteingeistern im Auftrag der Faschingsfreunde Hilaria aus Sonthofen. Melanie Müller und Peter Böhr. Los geht es bei Christian Waldmann immer gleich. Zuerst muss die Idee aufs Papier. Damit am Ende die Maske auch realistisch wirkt, zeichnet er zuerst die Fixpunkte ein. Erst danach geht der gelernte Bildhauer daran, seiner Idee ein Gesicht zu geben. Um immer wieder neue Motive zu finden, lässt er sich besonders von einem inspirieren. Also ich hole meine Inspiration viel aus Allgäuer Sagen, die manchmal schon vergessen worden sind. Und ich finde es auch toll, dass man den Leuten dann wieder zeigt, dass so eine Sagenfigur besteht und die zum Beispiel mit einer Maske an der teilhaben lässt. Oder einfach wieder ins Gerede kommt, die Sage, dass die Geschichten in der Heimat nicht vergessen werden. Anschließend modelliert er nach seiner Zeichnung ein Modell aus Plastilin. Das weiche Material eignet sich gut dazu, so lange herumzutesten, bis alle Details stimmen. Die Masken für die Faschingsfreunde Hilaria aus Sonthofen hat er zusammen mit seinem Freund Markus Wingert geschnitzt. Und die Fluhensteingeister zum Leben zu erwecken, war erst einmal nicht ganz einfach. Es sollte ausschauen, halb Geist, halb Frosch. So, und dann habe ich mir überlegt, wie könnte das ausschauen. Habe ein bisschen rumgezeichnet und in Lexikos rumgeschaut und wie Frösche ausschauen oder die Tiere überhaupt. Ja, und dann eine Zeichnung probiert, dann das modelliert, so wie da hinten im Hintergrund jetzt. Und habe das dann das erste Mal aus dem Holz gekaut und habe das dem Auftraggeber gezeigt und die waren ganz begeistert, wie sie das umgesetzt haben. Genau so haben sie es vorgestellt. Aus einem einfachen Stück Holz entsteht so langsam eine detaillierte Maske. Nachdem der Klotz mit einer Bandsäge seine Umrisse erhalten hat, wird das Holz flach angehauen. Dabei kann Christian Waldmann mit einem breiten Eisen grobe Flächen bearbeiten. Dann geht es daran, die eigentlichen Details anzulegen. Hieb für Hieb entsteht so ein Gesicht. Mit immer feineren Eisen arbeitet Christian Waldmann den Fluhsteingeist heraus. Auf die gleiche Weise entstand auch dieser zur Sage gehörende Mönch. Hat er erst einmal Farbe bekommen, wirkt die Maske wie ein echter Mensch. Schnitzen, dafür fasziniert mich der Werkstoff Holz und speziell am Masken. Die zieht man halt auf, die Maske, und dann nimmt man eigentlich die Persönlichkeit der Maske an. Man kann sich dahinter verstecken und ist eine andere Person in dem Moment. Sich hinter ihrer Maske verstecken können die beiden am Wochenende beim Narrensprung in Sonthofen. Und sicherlich sehen Sie dann durch die Augen Ihrer Masken auch andere Gesichter. Sie sind furchtbar verliebt und haben noch keine Ahnung, was Sie dem oder der Liebsten zum Valentinstag schenken sollen.
Nun, möglicherweise können wir da Abhilfe schaffen. Denn ab sofort können Sie gemeinsam mit Ihrem Partner in der Valentin's Love Lounge im Forum Allgäu in Kempten Fotos machen lassen. Mit etwas Glück werden Sie dann auch noch zum Traumpaar 2011 gewählt und gewinnen ein Wochenende in der Stadt der Liebe. So, und wir machen jetzt noch mal kurz Werbung und dann geht's hier um die Arbeit der Bundeswehrsoldaten. Bleiben Sie dran. Bärige Wärme für Ihr Zuhause. Von einem Partner, auf den Sie sich verlassen können. Mehr Qualität und mehr Service. Und immer da, wo Sie uns brauchen. Kessler, Energie für das Allgäu. Mineralöl, Erdgas und Holzpellets. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Rund um die Uhr und auch am Wochenende. Rufen Sie uns an. Ab Dietmannsried in ganz Europa. Erleben Sie mit Arnold die schönsten Fahrten und Rundreisen in europäische Länder. Angenehm reisen, gut erholen. Mit Arnold Europa entdecken. Holzpellets von Kessler. Ein hochwertiges Markenprodukt aus heimischer Holzwirtschaft. Zuverlässig geliefert von Kessler. Energie für das Allgäu. In Kempten, Kaufbeuren und Memmingen. Informieren Sie sich. Tirol ist das Wintersportland Nummer 1 im Alpentourismus und mittendrin liegt Innsbruck, Olympiastadt mit einzigartigem Flair. Innsbruck hat alles, was Wintersportlerherzen höher schlagen lässt. Curling, Schach auf dem Eis, mit körperlicher und geistiger Höchstleistung. Innsbruck olympisch und Innsbruck rasant auf der Rodelbahn, die jung und alt, Profi oder nicht, gleichermaßen einlädt. Ein Kinderstartpunkt macht es möglich. Wir haben seit 2001, als wir die Skiweltmeisterschaft in Tirol in St. Anton ausrichten durften und riesigen Erfolg hatten, also es war bisher immer noch die erfolgreichste Skiweltmeisterschaft, haben wir beschlossen, wir wollen eigentlich in dieser WM-Familie dabei bleiben. Für dieses Ziel werden weder Kosten noch Mühen gescheut. 8 Skigebiete machen Innsbruck zum Eldorado für Brettl-Fans und Border. Es war in Innsbruck, wo Rosi Mittermeier 1976 zur Goldrosi wurde. Unvergessene olympische Momente. Und schon nächstes Jahr kehrt der Geist Olympias zurück. Dann finden die Jugendwinterspiele in Innsbruck statt. Mehr als 1000 Teilnehmer werden dann um die begehrten Medaillen kämpfen. Wir haben eine große Freude, dass Innsbruck zusammen mit der kleinen Schwester Seefeld zum dritten Mal Olympische Spiele austragen darf. Damit sind wir das einzige Land der Welt, das dreimal Olympische Winterspiele austragen darf. Also das ist schon auch ein Stück Geschichte, das hier geschrieben wird. Tirol ist der Treffpunkt des Wintersports, auch wenn die Welt in dieser Woche nach Garmisch schaut. Denn auch bei der alpinen Ski-WM präsentiert Tirol sich stilsicher und gastfreundlich. Mit dem Tirolberg, der exklusiven Event-Location, seit 10 Jahren bei Ski-Weltmeisterschaften. Ja, und auch heute wollen wir auf unsere Reihe Berufe in Uniform schauen. Nach der JVA und der Polizei werfen wir jetzt einen Blick auf die Bundeswehr. Über 20.000 Arbeitsplätze stellen die deutschen Streitkräfte jedes Jahr für junge Frauen und Männer zur Verfügung, die eine Laufbahn beim Militär einschlagen wollen. Die deutschen Streitkräfte. Ob Heer, Marine, Luftwaffe, Sanitätsdienst oder die Streitkräftebasis. Die Bundeswehr ist einer der größten deutschen Arbeitgeber und sie bildet aus. Es gibt rund 400 verschiedene Tätigkeiten, 40 Weiterbildungsmöglichkeiten, 20 Studiengänge und 60 unterschiedliche Ausbildungsberufe. Je nach Schulabschluss, Qualifikation und Interesse kann eine Laufbahn bei den Mannschaften, den Fachunteroffizieren, den Feldwebeln oder aber den Offizieren eingeschlagen werden. Zum einen als Soldat oder Soldatin eine Ausbildung zu machen, eine berufliche Ausbildung, gibt es natürlich die Vorteile, dass man das von Anfang an bei festem Gehalt macht. Die Tätigkeit an sich sehr abwechslungsreich ist. Man in jungen Jahren auch schon Verantwortung bei den Streitkräften übernehmen kann. Damit meine ich insbesondere auch personelle Verantwortung. Denn diese Leute, die einen Beruf bei der Bundeswehr haben und in diesem Beruf bei der Bundeswehr arbeiten, sind auch letztendlich auch immer Vorgesetzte. Außerdem bildet die Bundeswehr auch zivile Mitarbeiter aus.
Die Bundeswehr besteht ja nicht nur aus Streitkräften, also aus Soldatinnen und Soldaten, sondern natürlich auch aus dem zivilen Anteil, der sich da Zivilwehrverwaltung nennt. Dort gibt es die Möglichkeit, insbesondere hier am Standort in Kaufbeuren, in der sogenannten Ausbildungswerkstatt, zwei Berufe zu erlernen. Zum einen den Fluggerätemechaniker oder Mechanikerin, zum anderen Elektronikerin oder Elektroniker für Geräte und Systeme. Diese Ausbildung läuft dann so, dass die zivil abläuft. Ganz normal, teils hier die berufliche praktische Ausbildung, aber auch die theoretische Ausbildung an der zivilen Berufsschule mit dem entsprechenden Abschluss. Danach haben dann diese jungen Leute die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ja, möchte ich bei der Bundeswehr bleiben? Dann gibt es die Möglichkeit, in den Streitkräften entsprechend dort diesen Beruf auszuüben, aber auch auf den zivilen Arbeitsmarkt letztendlich diesen Beruf nachzugehen. Wer als Zeit- oder Berufssoldat zur Bundeswehr geht, der, so das Versprechen, habe immer gute Karrierechancen. Beispiel Luftwaffe. Hier in der Technischen Schule der Luftwaffe 1 in Kaufbeuren wird kräftig aus- und weitergebildet. Diese beiden Soldaten beispielsweise werden Luftfahrzeugavioniker. Also wir sind lernen den elektrischen Part und elektronischen Part vom Eurofighter speziell und konzentrieren uns auf Batterie, auf die Versorgung von der Spannung und die ganzen High-Speed- und Low-Pulse-Systeme. Wenn ihr vielleicht kurz ein bisschen sagen könnt, warum habt ihr euch für eine Ausbildung bei der Bundeswehr entschieden? Ja, also nachdem ich Industrieelektroniker im Zivilen gelernt habe, wurde ich eben nur befristet übernommen. Daraufhin hat sich die Bundeswehr bei mir gemeldet. Ich sollte zur ganz normalen Musterung. Und da haben sie dann eben gesagt, ich kann ein Gespräch mit dem Wehrdienstberater machen. Und der hat mir das dann eben aufgezeigt, was ich für Möglichkeiten habe. Und hat sich ganz interessant angehört. Und da habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Für die Bundeswehr, in dem Fall für die Flugsicherung, haben sich auch diese beiden entschieden. Im Tower-Simulator in Kaufbeuren üben die angehenden Fluglotsen. Ich denke, die Bundeswehr heutzutage ist ein sehr sicherer Arbeitgeber. Man wird sehr gut unterstützt, gerade als Frau mit Mutterschutz und alles. Man fühlt sich da schon sehr gut geborgen. Wie ist es bei Ihnen? Was ist da sozusagen bei Ihnen die Motivation, zur Bundeswehr zu gehen? Ja, ich bin von Grund auf natürlich als Staatsbürger, will ich meinem Land natürlich auch dienen. Das versuchen wir in unserem Bereich hier in der Flugsicherung ganz genauso zu erfüllen wie an anderen Verwendungen auch. Egal, ob ich Panzerfahrer bin oder mit dem U-Boot fahre, wir hier unterstützen das System als Ganzes. Und wir sind ein Teil der ganzen Sache und wollen mit unserem Fachbereich, der wir ja jetzt ja nicht hier sind, wir sind wirklich Spezialisten auf unserem Gebiet in der Flugsicherung, da die Sache zu unterstützen. Vorteile hat die Bundeswehr offensichtlich als Arbeitgeber, aber auch die großen Herausforderungen sollte man sich anschauen, sagt der Wehrdienstberater. Jeder, der bei der Bundeswehr heute in den Streitkräften Dienst leistet, muss die Bereitschaft mitbringen, also freiwillig Dienst leisten, muss die Bereitschaft mitbringen, auch für diese Einsätze zur Verfügung zu stehen, wenn der deutsche Staat dann entsprechend den oder die Soldaten ruft. Das ist natürlich eine Sache, wo einhergeht. Das wissen wir alle, die Einsätze mittlerweile, insbesondere auch Afghanistan, sind gefährlich. Es sind dort deutsche Soldaten mittlerweile im Einsatz gefallen. Nicht nur die Gefährlichkeit steht natürlich dort, ist dabei, sondern auch die Trennung von zu Hause. Diese Einsätze gehen in der Regel 4 Monate, in denen man nicht nach Hause kommt. Und natürlich auch der Umgang mit Waffen. Wer sich für eine Karriere bei den Streitkräften entscheidet, sollte sich am besten vorher an den zuständigen Wehrdienstberater wenden. Ich arbeite mit einem Team zusammen. Ich persönlich gehe an Schulen bzw. in der Öffentlichkeit und informiere dort an allgemeinen und berufsbildenden Schulen, aber auch auf Ausstellungen und Messen über die Bundeswehr. Und wenn jemand sagt, okay, das hört sich vielleicht interessant an, dann geht es einen Schritt weiter, dann kann man mit uns Verbindung aufnehmen, telefonisch und bei uns im Büro in Kempten einen Beratungstermin vereinbaren. Bei diesem Beratungstermin erfährt man dann letztlich individuell auf die Person zugeschnitten, ja, was ist denn möglich mit dem, was ich mitbringe? Also mit den Interessen, die ich mitbringe, mit den Hobbys, mit den Voraussetzungen, was kann ich damit bei der Bundeswehr machen? Die deutschen Streitkräfte im Umbruch. Die Wehrpflicht wird ausgesetzt, die Strukturen verändern sich, genau wie die Einsätze. Aber trotz allem bleibt die Bundeswehr auch ein großer Ausbilder.
Ja, und das war es für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ab Montag führt sie wieder meine Kollegin Christina Lessig durchs Programm. Wir sehen uns übernächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin passen Sie auf sich auf. Tschüss, für Gott, auf Wiedersehen.